So, hallo, da sind wir wieder. Wir haben letztes Mal, Morrowind übrigens, letztes Mal haben wir uns von Gilvas Barilo diverse Dokumente geholt, unter anderem auch die verlorene Prophezeiung der abtrünnigen Priester, und das bringen wir jetzt zu Nibani Maesa. Und sie wird beeindruckt sein und sagen, wow, hoffe ich mal. Verlorenen Prophezeiungen. Ihr habt die verlorenen Prophezeiungen? Ihr werdet mir so lange davon erzählen, bis ich sie auswendig kann. Dann werdet ihr mir sagen, was die Priester in diesen Worten sehen. Danach müsst ihr mich verlassen. Jagt, schlaft, übt, esst. Lernt das Land kennen. Ich muss diese Dinge in mich aufnehmen und meine Ahnen befragen. Auf sie und auf die Himmel und die Sterne in meinen Träumen hören. Wenn die Monde gekommen und gegangen sind, kehrt zurück, dann werde ich euch mein Urteil verkünden. Okay. Cool. Und so. Das heißt, wir schlafen jetzt mal, oder wie? Oder, ich weiß ja nicht. Ich muss mal kurz meine Uhr stellen. Ich würde sagen, wir warten einfach jetzt mal, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, das Land kennenzulernen. Ich möchte eigentlich nur den nächsten Auftrag haben. Obwohl üben vielleicht keine schlechte Idee wäre. Wir rasten nochmal, dann sollten zwei Monde gekommen und gegangen sein. Und mal schauen, ob sie sich damit zufrieden gibt. So. Okay, wir schauen mal wieder bei ihr rein. Ich glaube, das hier war's, oder? Ja. Was sagst du jetzt? Ich bin bereit, euch mein Urteil mitzuteilen. Hooray! Die Zeichen der Ahnen und Sterne sind klar. Die verlorenen Prophezeiungen lassen keinen Zweifel zu. Der Fleischgewordene wird ein Fremdländer sein. Ihr müsst Dagoth Urs 7 Flüche brechen. Die Prophezeiung hat die 7 Schritte auf dem Pfad des Nerevarine gezeigt und ich wurde zu eurer Führerin erwählt. Ich werde die Zeichen entschlüsseln und euch den Weg weisen. Es ist nun an der Zeit, dass ihr aufbrecht und die 7 Prüfungen besteht, wie sie die 7 Visionen beschrieben haben. Weiter. Ihr seid unbekannten Eltern an einem bestimmten Tag geboren. Also habt ihr die erste Prüfung bestanden. Meine Träume zeigen mir, dass ihr auch die zweite Prüfung bestehen werdet. Dass weder Pest noch Alter können ihm schaden, der Fluch des Fleisches vor ihm flieht. Ich habe die Zeichen gesehen, doch ich verstehe sie nicht. Könnt ihr mir das erklären? Erzählen, wie ich die Korpuskrankheit bekam und wie ich geheilt wurde. Dass ihr den Fluch des Fleisches überwunden habt, ist schon ungewöhnlich, aber dass es euch vor Pest und Alter bewahrt, ist unglaublich. Doch verstehe ich nun die Zeichen der Träume. Ihr habt die zweite Prüfung bestanden, aber die dritte ist unerfüllt. Doch darüber zu sprechen obliegt mir nicht. Geht und sprecht mit Zul'Matul, dem Wächter unseres Kultes, er soll davon berichten. Wenn ihr sie erfüllt habt, kommt zurück und ich werde euch den weiteren Weg zum Nerevarine weisen. Legenden nach gibt es einen Schrein der Azura, der Höhle des Fleischgewordenen genannt. Es gibt Geheimnisse um die Höhle. Aha. Okay, dann werde ich mal mit Zul'Matul reden, aber zuerst würde ich gerne wissen, was du für Magie hast. Ach so, ne, das ist ja. Okay, mit was handelst du? Standard. Ja, den kaufe ich. Rest ist scheiße. Ne, den kaufe ich auch nicht. Ist egal. So, dann reden wir mal mit Zul'Matul. Der war, glaube ich, da drin, oder? Ne, da. Der ist doch. Der Zul'Matul war doch der Ashkan, oder? Ja. Ihr möchtet etwas über die dritte Prüfung wissen und ich werde es euch sagen. Hooray! Ihr habt den Pfad des Nerevarine betreten. Nibani Maesa hat lange mit mir gesprochen und ich dachte lange darüber nach. Ich werde euch meiner eigenen Prüfung unterziehen. Ich streite mich nicht mit den weisen Frauen, aber ihre Gepflogenheiten sind nicht die eines Kriegers. Schon viele haben den Pfad des Nerevarine betreten, aber alle sind an der Prüfung des Kriegers gescheitert. Ihr müsst Stärke, Mut und Gerissenheit beweisen. Dies sind die Eigenschaften, die ihr mir beweisen müsst. Ja, das ist überhaupt keine sinnliche Wiederholung hier in diesen zwei Sätzen. In der Nähe liegt Kogorun,
Die alten Hallen des vergessenen Hauses Haus Dagoth. In letzter Zeit haben sich dort Kreaturen, die die Pest in sich tragen, eingenistet. Ich selbst ging mit einigen tapferen Jägern hin und kam auch wieder zurück. Doch ist es ein schlimmer Ort und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich mich fürchtete. Wenn ihr von mir einen Hinweis auf die dritte Prüfung, die dunklen Höhlen, in denen Azuras Auge steht, haben wollt, müsst ihr mir erst 3 Zeichen aus Kogurum bringen. Das erste Zeichen sind Korpus-Tränen einer Korpus-Bestie, um zu zeigen, dass ihr gegen diese Krankheit immun seid. Das zweite Zeichen ist ein Becher mit dem Wappen von Haus Dagoth. Ich habe sie selbst dort gesehen und werde wissen, wenn ihr sie gesehen habt. Das dritte Zeichen ist das Schattenschild, der im Grab von Dagoth Morin liegt. In den Lavatunneln unter den Ruinen Koguruns. Bringt mir diese Dinge und ich werde euch das Geheimnis der dritten Prüfung verraten. Okay, warte, wenn du mir noch sagen kannst, wo Kogurum genau ist. Oh, das habe ich, glaube ich, schon auf meiner Karte, oder? Da war ich nämlich, glaube ich, schon mal, oder? Ist einer von diesen Dingern hier. Kogurum, ja, tatsächlich. Oh, da war ich, glaube ich, sogar schon mal drin, oder? Ah, das war böse. Ja, das war das voll mit so Corpus-infizierten Viechern. Ich weiß nicht, ob ich dafür... Naja. Oh ja, ich glaube schon. Solange da keine... Na, wie heißen die? Tremora drin sind, sollte das machbar sein, glaube ich. So. Aber ich habe jetzt keine Lust, dahin zu laufen. Deswegen werde ich hier mal rasten. Oh, ich kann hier nicht rasten. Kann ich hier... Oh, ich will aber rasten. Alter. Wann ist das Urshilako-Lager aus? Ich bin doch schon lang weg. What the fuck? Komm schon. Alter. Yay. So, bist geheilt, bitte. Da habe ich eine Tür gesehen. War ich da schon drin? Oh, das sind die Höhlen, oder? Die, ja, das Astralgrab. Nee, da möchte ich nicht rein. So, wir gehen weiter in die Richtung. Oder eigentlich, was mir gerade einfällt, ist, ich sollte was verkaufen, bevor wir das machen. Und dann kann ich ja nach Magan reisen. Von Magan ist es ja eh nicht weit. Von daher werden wir erstmal... wie hieß es denn? Machen wir Almsivi-Intervention oder göttlicher Eingriff? Machen wir mal göttlicher Eingriff. Nee. Ja. Mal schauen, wo wir da rauskommen. In Gnisis. Wunderbar. So, und wo ist in Gnisis ein Anschluss ans hiesige öffentliche Verkehrsnetz? Ah, da drüben. So. Und von hier werden wir mal nach... Ich brauche ja eigentlich nichts zu verkaufen. Weil Geld habe ich ja. Also würde ich sagen, ich schaue mal wieder in meinem Häuschen vorbei, in Balmora. Und werde... Zeug dort lassen. Und zwar viel Zeug. Weil ich habe so viel Zeug dabei, dass ich nicht verkaufen möchte. Zum Beispiel diverse Zutaten. Weil man die teilweise schwer findet und so. Aber eigentlich benutze ich das meiste davon nicht. Und ich laufe gerade in die falsche Richtung. Hooray. Aber ich möchte es eben nicht verkaufen und... Von daher werde ich es einfach in meinem Haus ablagern. So, ich glaube, mein Haus ist das da, oder? Das da. Nee, das nächste. Oder nee, ist es da drüben? Ich weiß jetzt nicht. Ach, das ist es, oder? Ja, doch. Oh, ich könnte natürlich auch das Häuschen von Kaius benutzen. Aber mal gucken. So. Was brauchen wir nicht?
DZB. Das Dädrische Claymore zum Beispiel. Das Dädrische Tanto behalten wir. Den alten Silberdolch behalten wir. Ich denke da eher an so Sachen wie zum Beispiel die Seelensteine werde ich mittragen. Ja, doch, weil die kann man immer brauchen. So, die Bücher brauche ich mal alle nicht mit. Glaube ich. Und die lege ich in diese Kiste. So, und zwar, wir hätten da Anweisungen, brauche ich nicht. Wie hieß das? Azura und die Kiste. Alte, okay, das ist kein Buch. Ich habe geglaubt, ich habe gerade ein Buch gefunden noch, das mir der Typ gegeben hat da. Das Ei der Zeit kann ich eigentlich auch derweil da lassen. Mir fehlt ja ohnehin noch ein Buch von diesen. Oder mehr, ich weiß eigentlich nicht. Naja, ich denke mal, es werden drei sein. Weil der Zwerg hat ja nur von drei Büchern gesprochen. Also ich rede jetzt von der Magiergilde-Quest, was über die Zwerge herauszufinden. Wer sich da nicht auskennt, sollte sich ein paar vorherige Parts anschauen. So, und ich lasse einfach alles an Schriften da, was ich so habe. Da kann es nicht verschwinden und wenn ich es die ganze Zeit mitschleppe, dann bringt mir das eigentlich gar nichts. So, das war mal das. Rohes Ebenerz lasse ich auch da, das wiegt 10 Kilo. Rubin brauche ich eigentlich auch nicht mit. Smaragd brauche ich eigentlich auch nicht mit. So. Was haben wir denn noch hier, was viel wiegt? Oder soll ich einfach alle Zutaten da lassen? Nee. Naja, gut, ich brauche mal keine Alitauten mit. Ich brauche keine D3-Herzen mit. Ich brauche keine Guarhaut mit. Irgendwas, was viel wiegt. 50 Knochenmehl. Puh. 6 Quarmeier. 7 mal Dreugwachs. Korpusdrehen hätte ich ja zum Beispiel schon mal mit. Die werde ich auch mitnehmen, weil die. Ja, weil dann kann ich dem eine geben, falls ich einfach nur Durchlauf durch das ganze Kogurum-Ding und keinen töten möchte. Könnte ja passieren, wenn ich mich mal wieder unsichtbar mache oder so, weil ich gegen die Gegner nicht ankomme. Das Vulkanglas kann ich da lassen. So, und ja, damit sind wir eigentlich eh schon relativ leicht wieder. Von daher, oh nein, die Läuferfedern nehme ich lieber mit, falls ich mal so einen Trank brauche. Levitationstrank. Den Salzreis kann ich eigentlich da lassen. Die Scumphaut kann ich eigentlich da lassen. Wobei mir gerade einfällt, dass ich keine einzige Trauma-Wurzel mehr habe. Schändlich. So, das lasse ich auch noch da. Supulus brauche ich auch nicht. Und die Sumpfblume brauche ich auch nicht. So, und damit wäre das eigentlich auch schon wieder erledigt. Was habe ich denn hier noch mit? Die Stiefel brauche ich eigentlich nicht mitzuschleppen, weil die kann ich sowieso nicht mehr anziehen, weil sonst sehe ich ja nichts. So, dieses wunderbare Amulett kann ich da lassen. Caius, oh, dieses Tarngewand von Caius Cosades, das werde ich mitnehmen. Wer weiß, vielleicht brauche ich das irgendwann mal. Die Pfeile lasse ich jetzt auch noch da. Und irgendwann mal, wenn ich Geld brauche, verkaufe ich das Zeug. So. Und gut ist. Und jetzt reisen wir noch schnell zurück nach Magan. Und machen uns noch auf den Weg und dann Kogurun oder wie es heißt, oder Korogun betreten wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Was ich auch nicht vergessen darf, aus dieser einen Höhle, in der ich letztens war, muss ich noch die ganzen anderen Schätze bergen, die da waren. Das werde ich dann auch machen, wenn ich zurückkehre aus Kogurun. Da ich ja jetzt relativ wenig wiege. Da wird
Punkt werde ich schon einiges mitnehmen können, denke ich. Und wenn nicht, dann gehe ich halt auf dreimal oder so. Ja, ja, du bist ein Schläfer unter Tausenden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass mich jeder einzelne von euch Tausenden anspricht. Also ja, es spricht mich jeder einzelne von denen an, aber... Ach, egal, das kam jetzt komisch rüber. Und ich laufe in die falsche Richtung. Hooray, Anan, da geht's hier weiter. So. Auf nach Kogurum. So, wo geht's weiter? Gehen wir mal da übers Bergelchen. Da kommen wir nicht drüber. Wundervoll. Oh doch, da geht's weiter. Ich dachte schon, ich muss auf einen Levitationstrank zurückgreifen. Steht da vorne was? Ja, oder? Oh, ein Asche-Zombie. Dadurch, dass die auf die Knie fallen, wenn man sie ein paar Mal getroffen hat, sind die überhaupt kein Gegner eigentlich. Also jetzt so kein bedrohlicher Gegner. So, und hier sollte jetzt eigentlich schon ein Kaguti warten. Das ist doch ein Kaguti, oder? Ein erkranktes sogar. Nee, brauche ich nicht. So, und hier sollte jetzt Kogurun sein. Irgendwo. Hallo? Hinter dem Berg. Über den ich nicht drüber komme. Oh, das ist das, wo diese ganzen... Ja. Die verschütteten Hütten sind und so. Und die Klippenläufer. Habe ich ja auch schon lange keinen mehr gesehen. Sind mir direkt schon abgegangen. Not. So, mal gucken, was da oben ist. Aber ich glaube, Oh, doch. Okay. Ein Träumer. Körperfleisch brauche ich nicht. Was bist du? Ach so, ein Ahnengeist. Ich dachte mir schon, was war denn das jetzt? So. Okay, noch einer, der aufs Maul will. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir... ich mache hier einen Schnitt. Und nächstes Mal... suchen wir uns dann einen der vielen tollen Eingänge hier aus. Viele verschiedene Kuppeln und Tempel der Todgeweihten und so lauter nette Sachen, wo man überhaupt keine Angst bekommen muss. Ha. Ja. gut. Dann bis zum nächsten Mal, wo wir uns in den Tod stürzen. Bis dennsen.